Herzlich willkommen zu MechWarrior Online. Das wird eine kleine Einleitung für alle, die neu sind im Spiel und nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen. Hier sind wir erstmal im Mech Lab, wo wir uns unseren Mech aussuchen können, mit dem wir ins Spiel starten. Dabei handelt es sich um die vier Mechs links unten in der Ecke, auf denen ich gerade wild rumklicke. Diese Mechs verdienen leider keine Erfahrungspunkte, sondern nur Geld, aber mit diesem Geld kann man dann den ersten frei konfigurierbaren eigenen Mech kaufen. So, hier sind wir direkt im Mech Lab. Hier sieht man vier freie Mech Base, wo dann nachher die gekauften Mechs reinkommen. Ich schalte mal zu den Trial Mechs. Die Trial Mechs sind übrigens nicht fest, sondern werden immer wieder rotiert, sodass das hier nicht fest ist. Also, hier seht ihr auch nochmal die verschiedenen Mechs in der Mech Bay aufgerichtet stehen. Seht die Bewaffnung rechts. Ja, was diese Mechs alle gemeinsam haben, ist eine schlechte Hitzeeffizienz. Das Problem ist, dass man diese durch gutes Feuern, durch überlegtes Feuern und durch Waffengruppierung angleichen muss, beziehungsweise ausgleichen muss. So, und um ins Spiel zu gelangen, drücken wir jetzt gleich erstmal auf Start. So, und da sind wir auch schon. Wir sind auf der Map Caustic Valley und jetzt seht ihr unten rechts, wie ich hoch und runter die Waffen durchklicke. Das geht mit den Pfeiltasten und mit der Steuerungstaste kann ich Waffengruppen festlegen. Mit Backspace kann man die Waffen im Chainfire feuern lassen, was äußerst wichtig ist, um die Hitzeeffizienz zu verbessern. Das sieht folgendermaßen aus: Ich habe hier zwei Waffengruppen angelegt, die beide im Chainfire feuern mit den Lasern, um die Hitze unter Kontrolle zu halten. Und hier sind wir mal schnell auf eine andere Map gesprungen, und zwar nach River City, wo ich euch gleich zeige, was wichtig ist. Nämlich das allererste, die Taste R. Die ist euer Freund, denn damit schaltet ihr Gegner auf, die eure Freunde bzw. ihr selbst seht und aufgedeckt habt. Tut ihr dies nicht, könnt ihr die Raketen nicht aufschalten lassen und seht auch nicht, in welcher Entfernung die sich befinden und so weiter und so fort. Das ist im weiteren Verlauf des Spiels enorm wichtig. Zum Beispiel auch hier, wo man sieht, wie ich die Raketen in die Stadt drüben feuere. Leider macht der Scout drüben keinen allzu guten Job, beziehungsweise kann den Job nicht gut machen vielleicht, weil er unter Beschuss steht. Das heißt, er kann den Gegner nicht lang genug aufgeschaltet lassen, um die Raketen ins Ziel zu bringen. Verliert man den Lock bei den Raketen, gehen die auf die letzte bekannte Position des Gegners. Hat sich der Gegner bereits weiter bewegt, treffen die einfach nicht. So, und jetzt zeige ich euch mal, warum man mit den hier muss man auf jeden Fall darauf achten, nicht hinter Gebäuden zu stehen, sonst gehen die Raketen einfach mal da rein und prallen harmlos ab. Übrigens haben LRMs auch eine Mindestreichweite von unter 180 Metern. Das heißt, feuert ihr auf Gegner unterhalb dieser Reichweite, prallen die einfach am Gegner ab und machen keinerlei Schaden. Das ist wichtig zu wissen. Wichtig ist es auch zu wissen, dass ihr in Packspielen, das heißt in zufällig zusammengewürfelten Teams, beieinander bleiben solltet. Haltet euch an eure Teammember und geht nicht zu weit weg. Solltet ihr alleine gegen den Gegner rennen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr äußerst schnell tot seid. So, hier gehen die Raketen leider in die Satellitenschüssel dort. Und wie man sieht, gehen die Leute bereits dazu über, den Feind nahe der Base anzugreifen.
da liefere ich mir gerade quasi ein LRM-Duell, dass ich dadurch unterbreche, dass ich die Sichtlinie blockiere für den Gegner und damit nicht mehr anvisierbar bin. Jetzt begebe ich mich in eine Position, in der ich die Sichtlinie wieder schnellstens wechseln kann, beziehungsweise blockieren kann. Jetzt visiere den Gegner neu an und feuere weiter. Leider ist gleich meine Munition zu Ende. So, noch ein paar kleine Übersichtsgeschichten. Das Fadenkreuz wird rot, wenn man Treffer beim Gegner landet. Allerdings ist das gerade noch ein wenig verbuggt, wenn man LRMs abfeuert. So, und jetzt sehen wir auch oben rechts mal den Blick hingelenkt. Dort hat man die Informationen über den Gegner. Das heißt, wo ist er beschädigt, welche Waffen führt er mit sich und so weiter und so fort. Man sollte natürlich immer versuchen, auf Schwachstellen zu feuern. Grundsätzlich sollte man im Nahkampf auch immer versuchen, nicht stehen zu bleiben, den Gegner ständig zu umkreisen und in seinen Rücken zu gelangen, weil dort seine Panzerung am schwächsten ist. Was diesem absoluten Fail-Bild von einem Atlas hier gleich zum Verhängnis wird. Eine PPC hat übrigens eine Mindestreichweite von 90 Metern, weswegen wir keinerlei Angst vor ihm hatten. Und mit seiner AK-20 konnte er nämlich auch nicht treffen. Und gleich ist es vorbei, wie man sieht. Die Schadensanzeige geht von gelb zu orange zu rot zu aus. Und da war's das. Für heute sage ich Tschüss und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.